Lol, what, Leute, Fortnite Season 2, wir sind immer noch im 24-Stunden-Stream, wir haben jetzt 19 Stunden durch, insaner Support, die Community hält auf jeden Fall den Stream hier aktiv und wir haben den Resistance Story Trailer, das ist Nummer 1, ne, den schauen wir uns an, hauen direkt ein Like rein, könnt ihr hier natürlich auch gerne machen. Aha. Und danach kommt auch der Battle Pass Trailer, ne, also auch Abo-Button und Glocke reinhauen, da sind die Arschbohrer. Der ist groß. Panzer. Da sind die Panzer und da ist der fahrbare Battle Bus. Okay. So weit, so gut mit den Leaks, ne? Okay. Luftschiffe und Zeppeline. Oha. Neuer Skin. Gunnar. Das Comeback. Was? Jones in. Okay. Oha. Oh, da ist doch der aus Spider-Man. Dr. Strange kommt rein. Oh yeah. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Ja. Fortnite Resistance. Abfahrt. Abriss und Abfahrt. Oh mein Gott. Ah, einer aus den Konzepten. Auch eines aus den Konzepten. Die Schwester. Ein Anime-Skin. Die aus den Konzepten. Das ist der aus Spider-Man. Ich habe schon den Crawler. War das der Crawler aus Spider-Man? Dr. Strange, keine große Überraschung, ne? War stimmig. War stimmig, aber lass uns noch mal ein bisschen im Detail angucken. Ne, hier sehen wir die fahrbaren Panzer, die fahrbaren Battle Pass, Bass, die wir auch schon hatten. Prowler, dankeschön, nicht Crawler. Ne, Battle Bus ballert auch auf die Zeppeline drauf. Ich denke mal nicht, dass man die Zeppeline fliegen wird. Aber es könnte sein, dass sind so flugbare Flugobjekte, auf die man drauf kann. Ich sehe hier Flugzeuge. Hier unten links, unter dem Zeppelin, sind die Stormwings. Okay, interessant. Keine Ahnung, ob das jetzt drin ist oder ob die einfach nur für den Trailer reingepackt haben. Ne, hier ein Anti-Air-Gun. So, das ist eines der neuen Anime-Skins, die wahrscheinlich im Battle Pass drin sind. Ist Gunnar gegen das Fundament. Das finde ich nice. Diesmal nicht. Oh, neue Seilrutschen? Neue Seilrutsche, um Berge hochzukommen? Ne, einfach direkt mit der Zipline direkt hochgeschossen. So, da ist der Prowler. Ansonsten Dr. Sloan ganz normal. IO-Wachen. Nichts Besonderes. Das ist interessant. Können die Gebäude kaputt machen? So, und die Stelle muss ich mir nochmal genauer angucken. Okay. Wir haben Iron Man ganz rechts. Warum auch immer. Dr. Strange, logischerweise. Origin auf der linken Seite. Black Widow. Wissenschaftler. Eines der Roboter-Anime-Zuki-Skins, was auch immer, da die ihn weiß. Die Schwester daneben und der Besucher. Also auf jeden Fall, die sieben sind komplett. Ja, ist eine Kriegsseason. Ich denke mal, genau deswegen haben die keine Teaser rausgehauen, um wegen der Geschichten auf der echten Welt. Ne? Auf dem Battle Pass sind Waffen. Wo Paradigma? Das ist die gute Frage. Wo ist Paradigma? Sehen wir die vielleicht im nächsten Trailer, im Battle Pass Trailer? Werden wir auf jeden Fall reinschauen. Abo-Button und Glocke, wenn ihr die nicht verpassen wollt. Like-Button natürlich auf dieses Video.